Was machen wir jetzt mit dem, was wir gerade definiert haben? Worum es jetzt gehen soll, ist, wir wollen größeren Aussagen, komplizierteren Aussagen auch einen Wahrheitswert geben. Das ist überhaupt der Sinn der ganzen Sache. Wir wollen also in der Lage sein, wenn wir eine etwas kompliziertere Aussage hinschreiben, sowas wie P und Q oder R, diesem Ding auch eine Bedeutung, eine Semantik zu geben. Und die Idee der Aussagenlogik ist, dass ich, um zum Beispiel die Semantik, die Bedeutung von diesem Ding hier zu beschreiben, nichts weiter brauche als das, was ich schon habe. Ja? Also ich hangel mich sozusagen langsam durch. Ich mache das erstmal ganz langsam und schrittweise für dieses Beispiel und dann sehen wir mal, wie man das halbwegs effizient machen kann. Das wäre jetzt die Lücke 115. Also eigentlich ist dies hier nichts weiter als sowas. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen zu sagen, hier für dieses Zeichen musste ich ja auch erst definieren, was die Bedeutung sein soll. Vielleicht muss ich das hierfür auch erst definieren, aber das ist natürlich gerade nicht so gemeint, sondern gemeint ist, dass wenn ich so zusammengesetzte Formeln habe, die sich aus den Einzelteilen ergeben sollen. Also fangen wir mal an und fragen uns, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn P wahr wäre? P ist eine wahre Aussage und Q ist eine falsche Aussage. Und R soll eine wahre Aussage sein. Dann könnte man sich überlegen, was ist denn jetzt P und Q? Welchen Wahrheitswert hat das jetzt? Ja? Das ist 0, weil bei und, da können Sie in der Tabelle nachgucken, die im Skript steht, nur dann 1 rauskommen darf, wenn beides 1 ist. Das ist hier nicht der Fall, also muss hier 0 rauskommen. So, und jetzt haben Sie die folgende Situation. Sie haben hier. Ich mache das mal farbig. Sie haben hier diese Formel, die steht hier. Und Sie haben hier, ja, vielleicht das. Und Sie haben hier das R, das steht hier. Und die beiden werden verbunden durch ein ganz normales Oder-Zeichen. Das heißt, dieses Ding ist jetzt nichts weiter als irgendeine Formel. Sie können sich jetzt hilfsweise vorstellen, Sie nennen das hier anders, sagen wir mal, was für Buchstaben haben wir noch? Sie nennen das hier S, dann würden Sie das Ding hier oben betrachten können als die Formel S oder R. Und für R, da wissen Sie, welchen Wahrheitswert das haben soll, nämlich 1. Und den Wahrheitswert von S, den haben Sie gerade ausgerechnet, das ist 0. Und darum können Sie jetzt auch ausrechnen, was der Wahrheitswert von S oder R sein soll. Da gucken Sie wieder in der Tabelle nach. Da steht, es reicht, wenn eins von beiden 1 ist. Also muss hier insgesamt 1 rauskommen. Was wir jetzt gerade uns überlegt haben, ist, wenn P 1 ist und Q 0 und R 1, dann kommt hier insgesamt 1 raus. Also wenn P wahr ist, Q ist falsch und R ist wahr, dann ist der Satz P und Q in Klammern oder R wahr. So ist das zu verstehen. Wir hangeln uns quasi von innen nach außen durch die Formel durch. Das haben wir jetzt aber nur für einen ganz speziellen Fall gemacht, nämlich nur für den Fall 101. Und jetzt müssen wir uns als erstes überlegen, wenn ich da wieder so eine Tabelle haben möchte wie hier, wie viele Fälle kann es denn jetzt geben, die ich alle durchgehen muss? Komme ich da mit 4 Fällen aus oder mit 2, wie bei der Negation oder ja? Da braucht man 8. Und wieso gerade 8? 2 hoch 3 braucht man da. Sie müssen nämlich sich überlegen, wenn ich jetzt alle Fälle durchgehen will, wie viele Möglichkeiten für P gibt es? 2. P kann wahr oder falsch sein. Wie viele Möglichkeiten für Q gibt es? Auch 2. Also habe ich insgesamt schon 2 mal 2 Möglichkeiten. Das ist nämlich sowas wie diese Tabelle hier. Macht 4. Und wie viele Möglichkeiten für R gibt es? Da gibt es dann auch nochmal 2. Die muss ich mit jeder von diesen Möglichkeiten wieder multiplizieren, sodass ich insgesamt 2 mal 2 mal 2 Möglichkeiten habe. 3 Variablen, 2 hoch 3 Möglichkeiten. Das werden also ziemlich schnell ziemlich große Tabellen werden. Die heißen, steht im Skript, Wahrheitstafeln. Und das machen wir jetzt mal. Wir können ja mal genau diesen Ausdruck hier nehmen. P und Q oder R. Und ich fange nochmal mit meiner kleinen Tabelle an. PQR. Dann hatte ich gesagt, machen Sie hier am besten vielleicht so einen doppelten Trennstrich. Und dahinter schreiben Sie dann die Formel hin, um die es Ihnen eigentlich geht. So. Und jetzt sollten Sie links zuerst mal hinschreiben, was alles passieren kann. Und da ist es ganz sinnvoll, wenn man so ein bisschen systematisch vorgeht. Wir hatten uns ja schon überlegt, dass man
8 Fälle hat. Ich schreibe Ihnen das erstmal systematisch hin und dann erzähle ich Ihnen, wie ich das meine mit systematisch. Ich schreibe hier hin 000, 001, 010, 011, 100, 101, 111, 111. Mit systematisch meine ich, dass ich das hier offensichtlich, ich hoffe, Sie erkennen, dass so ein Bildungsgesetz drin ist. Ich habe das so hingeschrieben, dass ich garantiert jeden treffe. Also ich habe erstmal angefangen mit lauter Nullen, dann habe ich hinten an der letzten Stelle aus der Null eine 1 gemacht und nachdem ich sozusagen die beiden möglichen Fälle für R durchgegangen bin, bin ich wieder zurück zur Null gegangen und habe dann die nächste Stelle geswitcht. Hier bin ich von der 0 zur 1 gegangen, habe hier wieder beide Fälle durchgespielt, dann bin ich wieder zur 0 zurückgegangen und habe hier geswitcht. Und das können Sie durchziehen. Was sich dann ergibt ist, das werden Sie in der Informatik lernen, natürlich die Folge der Binärzahlen von 0 bis 7, die hier steht. Ne? So können Sie das auch sehen. Im Prinzip müssen Sie für sich nur eine Strategie entwickeln, damit Sie sicher sind, dass Sie erstens keinen vergessen hier und zweitens hier keinen doppelt haben. Also wenn Sie da völlig unsystematisch rangehen, wird das spätestens bei 4 Variablen ein bisschen unübersichtlich. Dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich nochmal horizontale Linien hier reinzieht, weil das auch sonst ein bisschen unübersichtlich wird. Und jetzt im ersten Schritt, ich mache hier gleich nochmal so eine Hilfslinie darunter, im ersten Schritt schreibe ich mir mal einfach die Werte der Aussagenvariablen darunter. Die tauchen ja dann in größeren Formeln mehrfach auf. Da ist es ganz gut, wenn man das vielleicht schon mal da stehen hat. Also hier würde ich mir jetzt hinschreiben 0, 0, das ist jetzt P, ne? Ich schreibe einfach ab, was bei P steht. 1, 1, 1, 1. Q schreibe ich auch ab. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Und R schreibe ich auch ab. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So. Und jetzt muss ich dann doch wieder mal farbig da rangehen. Jetzt müssen Sie von innen nach außen vorgehen. Beziehungsweise in der Reihenfolge, wie Ihnen die Klammern das vorgeben. Hier steht dieser Ausdruck in Klammern. Es geht also jetzt um das hier. Sie können also alles, was hier auf der rechten Seite passiert, erstmal komplett vergessen und sich auf das hier konzentrieren. Und hier können Sie einfach eintragen, was Sie kennen aus der Wahrheitstafel, aus der Verknüpfungstabelle für und. Und ist nur dann wahr, wenn ich auf beiden Seiten eine 1 stehen habe. Jetzt können Sie die Tabelle hier durchgehen. Wann taucht hier beide mal eine 1 auf? Hier ist beides 1 und hier ist beides 1. In allen anderen Fällen taucht entweder rechts oder links oder auf beiden Seiten eine 0 auf. Kann ich hier also überall eine 0 eintragen. So. Okay. Und jetzt als nächstes gehen Sie quasi eine Stufe höher und gucken, was muss ich mir als nächstes jetzt anschauen. Das ist das Zeichen oder hier. Und das bezieht sich jetzt, das oder bezieht sich auf das R und auf das hier. Das, was wir eben gerade ausgerechnet haben. So haben wir das ja an dem einen Beispiel eben auch schon gemacht. Ne? Sie müssen also, wenn Sie jetzt das oder einfüllen wollen, ich kann das ja mal eben hier deutlich machen, sich diese Spalte angucken und diese Spalte. Diese beiden Spalten werden miteinander verknüpft durch das oder. Und da können Sie jetzt auch einfach wieder in die Verknüpfungstabelle für oder gucken und können gucken, was ist der seltenste Fall? Der seltenste Fall ist der, dass beides 0 ist. Also hier ist eine 0 und hier ist eine 0, dann muss hier auch eine 0 hin. Das passiert hier nochmal. Das ist falsch und das ist falsch, muss hier auch eine 0 hin. Hier auch, das ist falsch und das ist falsch, kommt hier auch eine 0 hin. Und ansonsten ist immer mindestens eine 1 da. Also in allen anderen Fällen steht hier 1. Und das ist das, was wir da eigentlich rausbekommen wollten. Ich schreibe Ihnen hier nochmal an den Rand, das finde ich der Übersichtlichkeit halber, wenn man das noch lernt, immer ganz hilfreich, in welcher Reihenfolge ich das gemacht habe. Also ich schreibe hier mal daneben, welches ist welcher Schritt. Im ersten Schritt habe ich einfach die Variablen abgeschrieben. Im zweiten Schritt habe ich diese Spalte ausgefüllt und im dritten und letzten Schritt habe ich diese Spalte ausgefüllt. Und der letzte Schritt ist immer der, der Sie eigentlich interessiert. Das ist das, was hier tatsächlich rausgekommen ist, das hier. Ja? Und diese Spalte sagt mir das, was ich wissen will. Dafür habe ich die Wahrheitstafel überhaupt ausgefüllt. Aus der kann ich nämlich jetzt ablesen, welchen Wahrheitswert hat diese Formel insgesamt
in Abhängigkeit von dem, was hier steht. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel ablesen, wenn P wahr ist und Q falsch ist und R auch falsch ist, dann ist die Formel auf der rechten Seite falsch. Und hier steht, wenn P wahr ist und Q auch wahr ist und R auch wahr ist, dann ist die Formel auf der rechten Seite auch wahr. So ist diese, so eine Wahrheitstafel zu lesen und zu bauen. Und damit, wenn Sie das verstanden haben, haben Sie verstanden, wie das gemeint ist mit der Semantik für die Formel der Aussagenlogik. So wird im Prinzip jeder Formel der Aussagenlogik eine Bedeutung zugewiesen. Im Sinne von, wenn die einzelnen Variablen eine bestimmte Bedeutung haben, hat die ganze Formel eine Bedeutung. Das sollten wir sicherlich nochmal an weiteren Beispielen üben. Ich mache mal einfach hier an der Stelle weiter. Ich nehme nochmal was, wo nicht vorkommt, weil wir das bisher noch nicht gehabt haben. Also das Zeichen nicht. Sagen wir mal die Formel nicht. Lass mal in schwarz anfangen. Die Formel nicht P und nicht Q. Ich mache hier mal, muss ich erst mal gucken, ob ich das schon geschrieben hatte. Habe ich noch nicht. Ich mache hier mal vorsichtshalber Klammern drum. So. Und jetzt wollen wir dafür eine Wahrheitstafel machen. Jetzt sagen Sie mir erstmal, was ich hier links hinschreiben soll. Ja? P und Q. P und Q. Die Variablen, die in der Formel vorkommen. Das sind jetzt ja zum Glück nur zwei, also brauche ich nur 2 hoch 2, also 4 Fälle zu unterscheiden. Die kann ich jetzt wieder systematisch alle aufschreiben. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dann mache ich mir vielleicht wieder so eine kleine Hilfslinie hier. Und hier unten schreibe ich mir hin, was ich in welchem Schritt gemacht habe. So, was hatte ich zuerst gemacht? Ich hatte unter die Variablen jeweils drunter geschrieben den Wert, den sie haben sollen. Also, jetzt fange ich hier mit der P-Spalte an, da stehen 0011, also schreibe ich hier hin 0011 und bei dem Q schreibe ich da drunter 0101. Das ist überhaupt nicht schwierig, da müssen Sie nur aufpassen, dass Sie nicht aus Versehen sich verschreiben, weil man ja mit so vielen Nullen und Einsen manchmal durch den Tüdel kommen kann. Jetzt müssen Sie als nächstes... Das war jetzt, das schreibe ich gleich nochmal hin, das war unser Schritt Nummer 1, der erste Schritt. Jetzt müssen Sie als nächstes sich die inneren Zeichen angucken, die, für die Sie noch nichts haben. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man sich von innen nach außen vorarbeitet. Das ist einmal das Zeichen hier und einmal das Zeichen. Fangen wir mal hier an. Nicht P. Da schauen Sie in die Wahrheitstabelle für nicht rein, in die Verknüpfungstabelle und sehen, Sie müssen einfach immer das umdrehen, was hier steht. P ist 0, also ist nicht P 1. P ist 0, also ist nicht P 1. P ist 1, also muss nicht P 0 sein. P ist 1, also muss nicht P 0 sein. Das habe ich im zweiten Schritt gemacht. Und das gleiche Spielchen mache ich hier nochmal. Q ist 0, also muss nicht Q 1 sein. Q ist 1, also muss nicht Q 0 sein. Q ist 0, also muss nicht Q 1 sein. Q ist 1, also muss nicht Q 0 sein. Das ist jetzt Geschmackssache. Sie könnten jetzt sagen, das, was ich hier gemacht habe, habe ich im dritten Schritt gemacht. Sie könnten aber auch sagen, das war noch Teil des zweiten Schritts, weil die beiden sich ja gar nicht gegenseitig beeinflusst haben. Also ich muss das, was in dieser Spalte passiert ist, nicht wissen, um die auszufüllen. Und ich muss das, was in der Spalte passiert ist, nicht wissen, um die auszufüllen. Darum kann man sagen, ich habe diese beiden Spalten beide im ersten Schritt ausgefüllt und diese beiden Spalten beide im zweiten Schritt. Wichtig ist nur, dass Sie in der richtigen Reihenfolge arbeiten und nicht irgendwas ausfüllen, was Sie noch gar nicht ausfüllen können. Sie hätten nämlich vorher das und nicht ausfüllen können, weil Sie dafür erstmal wissen müssen, was hier steht. Also jetzt im letzten Schritt wollen wir das hier haben, das und hier. Und dafür brauchen wir das, was hier steht und das, was hier steht. Und das ist dann unser dritter Schritt insgesamt. Und jetzt gucken wir uns nur das an, was ich jetzt hier grün angemarkert habe. Und füllen das aus entsprechend der Verknüpfungstabelle für und. 1 und 1, wahr und wahr ist wahr. Wahr und falsch ist falsch. Falsch und wahr ist falsch. Falsch und falsch ist falsch. Das ist das, was im Endeffekt rauskommt, was ich haben wollte, was mich interessiert hat. Okay?
Wir üben gleich noch ein bisschen weiter.